Gott, oh Gott, ist das ja zum Teil schwer. In diesen Ort ermordet, nicht an diesen. Cool. Ist auch grün. Also theoretisch wurde nicht an diesem Ort ermordet. Wahrscheinlich wurde das Son hier ermordet. Aber. Also wurde die quasi betäubt, hier hingelegt und dann ermordet. Und dann halt ganz langsam dies, das. So. Was haben wir noch? Das letzte? Hat die Kehle von Polydor. Ah, meine Nase gerade. Sehr ja schrecklich. Das Opfer wurde anders ermordet und zum Fundort gebracht. Ich meine, man kann ja da nur passen, weil das Mutter wirkt und so am Schrein gehindert. Ja. Tagsüber ist er nicht so gut. Wenn das hierher gebracht wurde, muss ja das erst irgendwie falsch sein, ne? Hat das Opfer warm gehalten? Kann ja nicht sein, ne? Das ist unwahrscheinlich. Geschah an dem Ort, wo die Leiche gefunden wurde. Wurde woanders ermordet und. Der Körper ist noch warm. Wir sollten den vorläufigen Bericht noch einmal lesen und uns die Einzelheiten zu den Verletzungen dieser armen Frau ansehen. Wenn man den Bericht liest, dann ist ja noch warm, geht ja eigentlich gar nicht, oder? Oder der muss ja dann warm gerade halten. Irgendwie so. Stehe ich jetzt nicht so ganz, eigentlich. Tagsüber geht ja nicht. An dem Ort, wo die Leiche gefunden wurde. Ach, der Mord. Ja gut, die, was stimmt ja. Ich habe ja selbst erzählt, dass ich die. Der hat die betäubt, die hergebracht und dann ermordet. Wurde am Fundort ermordet. Ja. Geht ja nicht anders. Ja. Was denken Sie, Holmes? Ha. Bucks Row. Das denke ich. Hallo. Menschenleer, Holmes. Nur die Prostituierten kommen hierher, um zu arbeiten. Menschenleer, Holmes. Nur die Prostituierten kommen hierher, um zu arbeiten. Licht. Diese Straße wird nur von einer Laterne beleuchtet, Watson.
Und an diese Stelle fällt besonders wenig Licht. So, Watson, ich denke, wir haben alle nötigen Hinweise. Ach, endlich, gut. Versuchen wir nun, den Tathergang zu rekonstruieren. Kommen Sie näher, Watson, ich muss Sie schminken. Hä? Sie belieben zu scherzen, Holmes. Hm. Ich komme mir lächerlich vor, Holmes. Und jetzt stellen Sie sich hier vor mich hin, Watson. Sie übernehmen die Rolle der armen Frau und ich die des Mörders. Versuchen wir, den Tathergang zu rekonstruieren, um sicherzugehen, dass das Resultat ohne jeden Zweifel darauf zurückzuführen ist, wie Polly Nichols ermordet wurde. Ach du Gott. Hm. Gut, der hat ja schon mal... Linke Hand ist schon mal gut. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Genau. Nein, ich glaube nicht, dass es so gewesen ist. Der Mörder hat nicht versucht, seinem Opfer das Messer in den Bauch zu rammen. Nein, ich glaube nicht, dass es so gewesen ist. Der Mörder hat nicht versucht, seinem Opfer... Hm. Nein, ich glaube nicht, dass es so ge... Ich schätze es doch richtig, ne? Der Mörder hatte genug Platz, um... Genau. Genau, der linken Hand. Boah. Hä? Ich hab's doch richtig gemacht, hä? Also sind die Vorgangszeit und schickt darüber. Oh, wie die Opfer ermordet wurde mit ihren Schatten. Hm. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Ja. Ja, ich habe das jetzt schon alles rekonstruiert, oder nicht? Tut mir leid, Watson. Nein, das Opfer lag vor dem Tod noch nicht auf dem Boden. Diese Position ist unwahrscheinlich. Nein, so hätte sich der Mörder nicht hingestellt. In dieser Position hätte er nicht fest zupacken können. Hm. Diese Position ist auch nicht viel besser. Warum sollte die nicht viel besser sein? Diese Position ist unwahrscheinlich. Da habe ich doch schon... verarschen. Also irgendwie fühle ich mich jetzt gerade verarscht vor. Wesen ist, der Mutter hat nicht wusste, ne? Ah, cool, das habe ich... Ah, Moment. Okay. Jetzt kann ich das herleiten, nochmal. Also, nahe der linken Hand, es lag eine schwarze Haube. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Die Straße war schwach beleuchtet. Aha. Diese Straße wird von der Prostituierten nur für die Arbeit aufgesucht. Die Haube in der Hand, als es ermordet wurde. Hat nicht gefroren.
Aha. Hatte um. Hatte keine Angst. Ja, genau, so würde ich das so machen. Machen. ja, das rufe ich hier oben in der Hand, als das Model wurde, genau. Sonst, weil er hätte sich nicht mehr bewegen können. Hatte keine Angst, weil das war ja oben in der Maus. Moment. Ach, das ist doch hier, mein Gott. So. Ja. Und Polly Nichols hatte ihre Haube in der Hand und war bereit für die Arbeit. Gut. Zweitens. Der Mörder muss auf dem Opfer gesessen sein. Gesessen sein. Und hatte das Messer in der rechten oder linken Hand. Tut mir leid, Watson. Nein, das Opfer lag. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzung. Nein. Wäre der Hals des Opfers im Stehen aufgeschnitten worden, müsste an den Wänden. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Nein, ich glaube nicht, dass es so gewesen ist. Der Mörder hat nicht versucht, seinem Opfer das Messer. Wie lieblos ist er so naiv? Nein, ich glaube nicht, dass es so gewesen ist. Der Mörder. Nein. Wäre der Hals des Opfers. Nein. Wäre der Hals des Opfers. Ja, das meine ich auch. Gut. Diese Position ist auch nicht viel besser. Diese Position ist un. Nein. So hätte es. Gut, das ist ja nur die. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Hoppala. Kabel hier. Ja, okay. Was muss man jetzt machen? Das ist die Frage, ne? Hergeleitet, hab ich so. Wurde doch da gesagt, Finger und Fuß so. Genau. Ich weiß das selber nicht. Herleiden, habe ich schon alles gemacht. Ich habe doch das hergeleitet jetzt. Ich meine, warum bin ich schon wieder in der Position? Hä? Da verstehe ich nicht. Ach Mann. Ich wüsste gar nicht, was zu sagen. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Ereignisse so abgespielt haben. Hä? Erst benutzt er die linke Hand beim Erstechen und bei der rechten Hand benutzt er sie. Also gut, das habe ich jetzt halt nicht. Gut. Mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise. Und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten. Genau. Gut, jetzt kommen wir noch das eine. Der Mörder stand vor dem Opfer, um es zu erwürgen. Der Mörder hat das Opfer mit der rechten Hand am Schreien gehindert. Kam zur rechten Hand. Ja. Hat das Opfer mit der rechten Hand erwürgt. Ist.
Linkshändler.